Trier hat inzwischen mehr als 110.000 Einwohner. Und es werden immer mehr. Ein Grund dafür ist sicherlich die hohe Lebens- und Freizeitqualität der Stadt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe lässt es sich nicht nehmen, den Trierer Neubürgern und Neubürgerinnen regelmäßig höchstpersönlich eine Stadtführung zu geben. So auch heute, den 10. Juni 2018. Gestartet wird an der Porta Nigra. Ich habe mich ja auch für Trier entschieden vor 10 Jahren und bin nach Trier gezogen. Trier ist eine wunderbare Mischung aus Landschaft, historischem Erbe und ganz tollen Menschen. Also Trier hat angefangen mit Kaiser Konstantin. Kaiser Konstantin, der erste römische Kaiser, der hier in Trier gelebt hat und zum Christen geworden ist. Dann war die Nero-Ausstellung, die war 2016. 2018 haben wir jetzt den Karl Marx in allen Museen und 2022 machen wir Untergang des Römischen Reiches. Die Stadtführung geht durch die gesamte Innenstadt. Ich bin erst seit letzter Woche Samstag hier in Trier und der Eindruck ist sehr gut, sonst wäre ich halt auch nicht hergezogen. Genau, ich mag es halt, dass es hier so grün ist und dass hier so viel Natur drumherum ist. Und ich war in Trier 1983 in Urlaub. Und als ich zum ersten Mal hier hinkam, war ich so begeistert. Die Leute waren sehr nett. Alles war pünktlich, nicht wie in Südafrika. Und ich habe gesagt, in diesem Land möchte ich wohnen. Diese Stadt möchte ich wohnen. Ich finde, die Stadt ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ja, ich zeige auch die klassischen Highlights, aber auch mal hinter die Kulissen zu gucken und neben den Geschichten zur Geschichte dann auch so ein paar Bezüge zur aktuellen Stadtpolitik zu machen und damit auch deutlich zu machen, herzlich willkommen in Trier. Trier ist was ganz Besonderes. Die Führung endet im Rathaus mit einer abschließenden Fragerunde. Nach der etwa 3-stündigen Veranstaltung haben die Neubürger und Neubürgerinnen einen tollen Einblick in die Geschichte der Stadt Trier bekommen. Ich habe mit meiner Freundin in Berlin gesprochen und ich habe sie gesagt, dass wir heute mit dem Bürgermeister, Oberbürgermeister unterwegs waren. Und hat sie gesagt, was, ihr seid mit dem Bürgermeister von Trier unterwegs, dass wir in Berlin nicht gehen, weil es so eine große Stadt ist.